Herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of the Shadows in Kapitel 2 in einer unterirdischen Höhle, in der wir gefallen sind, die ein bisschen tief ist. Und wir werden auch gleich weitergehen, nicht lang schnacken, sondern wir müssen die Dunkelfürsten besiegen, damit wir unsere Frau retten können. Oder eher gesagt, die ganze Menschheit. Also, nicht lang warten, sondern alles umbringen, was uns entgegenkommt. Au. Na, komm mal da. Oh Mann, ich weich doch immer aus. Au. Oh oh. Mann, ey, da. Jetzt aber hier. Ha. Ausgewichen. Out. Na komm her. Und jetzt gibt's eins ins Gesicht. So, und jetzt willst du bestimmt eine Massage im Gesicht haben. Ja, kriegst du es mit meinem Fuß. Sehr schön. Ja. Ha. Eine weitere Schriftrolle. Ich habe herausgefunden, dass es durchaus lohnend sein kann, Orte, an denen man schon gewesen ist, noch einmal aufzusuchen. Ich habe Gegenstände und Relikte gefunden, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht nutzen konnte. Doch als ich dann stärker wurde, konnte ich dorthin zurückkehren und mir wertvolle Objekte aneignen, die mich zu höheren Leistungen befähigten. Ich werde meine Karte auch weiterhin regelmäßig konsultieren, damit mir nichts Nützliches entgeht. Noch haben wir aber nichts Nützliches gefunden, um die früheren Orte nochmal zu erkunden. Noch nicht. Gibt's hier vielleicht einen Lebensbrunnen oder so? Ich bin ziemlich hart am... was? Anziehen! Oh. Hä? Wollte ich nicht kaputt machen. Ach so. Ja. So. Die Kette ist ja doch schon ziemlich lang. Ich frage mich, wie die aufbewahrt wird in dem Kampfkreuz. Hier ist ein Speicherpunkt, da geht's nicht hoch. Aha, also nur da. Hopp. So, hallo. Was bist du denn? Hä? What? Ach du Scheiße! Scheiße, Spasti, Alter. Oh. Nicht nochmal greifen! Au! Aua! Kurz heilen hier! So, hopp! Au! In der Luft erwischt! Den können wir bestimmt auch reiten. Werden wir gleich sehen, hoffentlich. Au! Au! Immer in der Luft, ey! Au! Boah, der erwischt uns aber echt dauerhaft. Na, das war doch mal ein Boss. So, er hat rote Augen. Das heißt, er ist, glaube ich, kurz vor Ende. So, hier ein bisschen von diesem Magiezeug. Und dann holen wir uns ein bisschen Leben. Jawohl. Und dann reiten wir den guten Kerl mal hier. Jo, wow. Yeah. Troll reiten. Drücke, bla bla, kennen wir. Um Nahkampfangriffe auszuführen. Trolle können mit ihren wuchtigen Schlingen massive Hindernisse zu trümmern. Näher dich dem schimmernden Hindernis und drücke die bla 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 bla. Absteigen. Halte das. Okay. Ja, Mann! Ihr wollt sterben! Bam, Junge! Triple Combo! Ja! Ja! Arme schwingen! Oh mein Gott! Ja! Okay! Bam! Bam! Okay!
So, du Reittier, dann geh mal sterben. Boah, einfach mal das Genick brechen. So und nicht anders. Alles klar. Höhlentroll. Trolle sind eine aussterbende Art, die vor allem in Gebirgsgegenden lebt. Sie sind aggressiv und verteidigen ihre Revier hartnäckig. Daher greifen sie manchmal auch Menschen an, die zu töricht waren, in die natürlichen Lebensräume der Trolle vorzudrängen. Höhlentrolle verhalten sich im Umgang mit ihrer eigenen Art eher passiv und greifen einander selten an, auch wenn sie nicht zögern zu töten, um ihre Verwandtschaft zu schützen. Bei den Menschen erzählt man sich, dass die Trolle zu Stein werden, wenn sie in hohem Alter sterben. Sieht man sich bestimmte Felsformationen näher an, lässt sich das nur bestätigen. Ah, okay. Dann geht's weiter. Achso. Oh, ein Lebensaltar, den wir nicht mehr brauchen, da unsere Lebensenergie sowieso fast voll ist. Yeah. Okay. Dann gehen wir mal erstmal den anderen Weg und nicht den Weg, der versperrt ist. Vielleicht befindet sich hier etwas Tolles. In diesem Krug zum Beispiel. Nee. Hier befindet sich nichts. Toll. Nein, nein. Bestimmt hinterm Wasserfall. Wer hätte das gedacht? Ah, ein weiterer Lichtmagiestein. Auch fast voll. Cool. Na, können wir bald länger Leben farmen. Okay, dann gehen wir mal durch den schönen Herbstwald. Ist hier auch noch was? Nö. Richtung Säule, die wir zersägen können. Yeah. Sweat. So, ja. Ritsche, Ratsche, Hose, Katze. Nein. Boah, staubig. Jo. Oh. Was? Du schon wieder? Au. Trifft mich so ein kleiner Spasti, ey. Aua. Bam. Den habe ich dir gegeben, wa? Au. Boah, Alter. So, ausgewichen und jetzt gibt's auf die Schnauze. Au. Mann, ey. Kannst du mal aufhören, einen Mega-Angriff zu machen? Und sterben wie deine Brüder. So, du. Missgeburt. Und ins Gesicht. Wo ist euer Boss? Ich muss ihn mal kennenlernen. So. Sehr schön. Ah, was für eine friedliche Konversation hier. Ah. Und da geht's wahrscheinlich weiter. Nee, hier geht's wahrscheinlich auch weiter, oder? Geht's hier weiter? Nee, ich glaube nicht. Dann gehen wir mal den offensichtlichen Weg, nicht wahr? Und duschen erstmal eine Runde. Ne, oder auch nicht. Okay, jetzt können wir, glaube ich, hier wieder uns fallen lassen. Sehr schön. Ah, so ist das. Also doch nur ein Rundgang. Ah, verstehe. Hier geht's also lang. Oh. Oh, da hinten ist eine Spinne. Toll. Was hast du vor? Echt Spinne. Natürlich musst du es schaffen, aber unseren Weg versperren. Das wird dich teuer zu stehen bekommen. Du bist ein Kackvieh. Und na komm her, du. Au. Also, gerade war irgendwie ein kleiner Frame Drop. Alles klar. Und die Mucke passt perfekt. Yeah.
So, mach mal eine Brücke, du Kackspinne. Ha, sehr freundlich. So, jetzt kannst du deinem Bruder mal Gesellschaft leisten. So. Wir haben auch schon wieder ziemlich viele Erfahrungspunkte. Vielleicht können wir ja gleich bald am Ende des Kapitels wieder etwas Tolles machen. Oha. Ich glaube, es wird lang gleich etwas eng. Oh. So, laden wir hier mal auf. Vielen Dank. Kann man hier draufklettern? Kann man das kaputt machen? Nö, alles nicht. Also rein da. Ah, alles klar. Und kaputt, du schöne Statue. Hier sieht auch immer fast gleich aus, diese Mausoleen hier. Aber wer ist das denn? Oh. Oh, shit. Ein neues Medaillon. Ein rotes. Erhältst das Schattenmagie-Medaillon. Alles klar. Wenn du angreifst, während die Schattenmagie aktiviert ist, richtest du mehr Schaden, allerdings auf Kosten deiner Schattenmagie-Energie. Verwendung, rechten Pumper. Ja. Okay, alles auf rechts, verstehe. Ja, dann, wartet mal, hier gibt es ja zufällig einen Ort, wo wir das, ne? Yeah! Schattenmagie! Damage dealen. Verstehe. So. Okay. So. Sowas haben wir nämlich schon mal gesehen, und zwar am Anfang des zweiten Kapitels. Jetzt kannst du Licht und Schattenmagie kombinieren, was dir mächtige strategische Werkzeuge an die Hand gibt, um deine Feinde zu bezwingen. Benutze Lichtmagie, um deine Gesundheit zu regenerieren. Benutze Schattenmagie, um mehr Schaden anzurichten. Oh ja. Jetzt geht es ab, Junge! Jetzt reicht's hier! Aua. So, heilen kurz. Aua. So, gib mir mal ein bisschen neutrale Energie. Ich bin gerade ziemlich knapp bei Kasse. Yeah. Ihr habt mir ja voll viel gebracht. Ah. Jetzt ist es aktiviert. Jetzt können wir drauf klettern. Stehen. Und zack. Na los. Einfach nur hochklettern. Oder auch nicht. Sondern um die Wände springen. Yay. Assassin's Creed. Okay. Unser Teil da unten scheint eingefroren zu sein oder sehr langsam zu verschwinden. Hopp. Okay. Dann schauen wir mal, was sich hier so ereignet. Wir könnten... Nee. Ich würde sagen, wir spielen das Spiel durch und dann erkunden wir noch die Sachen, die wir noch holen können. Wir mit unseren neuen Sachen ist das ja schon möglich. Wir können ja eine Sache jetzt wieder finden oder erlangen. Yeah, wir sind, glaube ich, draußen. Und wir haben sogar alles gefunden. Boah, unglaublich. In den Wasserfällen von Agatha. Schatten, ja, okay. Lichtblitz. Aha. Explosives Beben. Ja. Wenn die Schattenmagie aktiviert. Okay, das leben wir noch nicht durch. Das können wir uns sowieso noch nicht leisten. Wie wäre es denn mit dem Upgrade für die Guillotine? Okay. Halte X gedrückt, während du in der Luft bist, um mit diesem Direktangriff einen Luftangriffskombo abzuschließen. Deine Kette knallt auf die alle Feinde nieder, die sich vor dir befinden, wenn du landest. Eine gute Möglichkeit, um bodenartige bodenbasierte Angriffe zu vereiteln. Aha, jetzt können wir auch noch die Kette dann aus dem Boden reißen, wie ihr seht. Und dann noch einmal einen extra Hieb zu landen. Ja, gut, machen wir mal weiter. Und wir sind endlich in Agatha angekommen. Agatha was once one of the greatest cities of the ancient world, but it didn't take long to fall under the onslaught of the Dark Lord. The lichens were innumerable, and the city was razed to the ground.
The necromantic wars, as they were known, destroyed the advanced technologies that the Agathians had closely guarded. Eventually, the Titans fell, and then the people were massacred one by one, or were turned into beasts, subservient to their new conqueror. None now remain to tell the tale. Okay. Okay. Es endet genau da, wo wir angefangen haben. Oh. Troll. Oh. Okay. Eine nette Lady. Okay. Was? Anima? Eine Bestie. Wait. Man kann auch übertreiben, Lady. Entweder kann sie nicht reden oder sie will nicht reden und wir sollen ihr folgen. Ist gut zu wissen. Ah ja, kann die Frames mal bitte etwas höher gehen? Wäre ich sehr verbunden. Okay, sie ist hier hochgeklettert. Ja. Die kann man nicht hochklettern, hat man ja nicht gesehen. Also jumpen wir einfach mal hier rüber. Hopp. Yeah! Swing! Jawohl. Ah. Was ist das? Eine Schriftrolle. Lieber Gott, bitte hilf mir, einen Weg durch diese grausame Stadt zu finden. Ich war dir stets ein treuer Diener, gut, ehrlich und anständig. Ich habe Kreaturen auf Wagen reiten sehen, die unter deren Kontrolle fast zahm wirkten. Wie ist das möglich? Bitte Gott, zeig mir, wie ich das tun kann, damit ich meine Mission fortsetzen kann, diese Welt mit deinem himmlischen Königreich zu vereinen. Amen. Ja, Bemen. Ach du Scheiße. Oh, Alter. Okay, das war ein Hinterhalt. Den bin ich zum Erliegen gekommen. Oh, noch ein Ritter. Cool. Und noch eine Schriftrolle. Diese Stadt ist ein Labyrinth, aber ich hege die Vermutung, dass man den Pfad durch sorgfältige Auswahl und Geduld finden kann. Ich habe viele Ecken und Winkel durchstöbert und Steine und Gegenstände gefunden, die sich später zweifellos noch als nützlich erweisen werden. Ich konnte auch meinen Vorrat an Silberdolchen aufstocken, die gegen Lykaner besonders wirksam sind. Aha, gut zu wissen. So. Da geht's runter, hier geht's auch runter. Aha, kommen wir wahrscheinlich hier um die Ecke. Ja, gut. Hat sich das erledigt? Guckt man da oben drauf? Zufällig? Sieht sehr zufällig aus, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich bin eben nur gegen eine Wand gesprungen, theoretisch. Ne, eine unsichtbare Wand. Okay. Ein Speicherpunkt und dafür würde ich, damit würde ich sagen, wir beenden hier die Folge und wir sehen uns dann in der... Aua! Alter. Du kleiner Mapaka. Mann, ey, hier jetzt, so. So. Wir beenden hier die Folge, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bye.